Jo. Ich bin mit 42% losgefahren und habe jetzt 71%. Weiß man gar nicht, weiß nicht, ob man das sehen kann. Genau. Da. Das heißt, induktives Laden ist super während der Fahrt. Das funktioniert mit diesem Teil hier wirklich gut. Jo. Heute mal ein bisschen ein kleiner Walkaround um die neue Maschine und so ein paar Unterschiede zur 57er und was mir so aufgefallen ist und wie die generelle Ausstattung des Teils ist. Also dieses automatische Licht und Kurvenlicht, was sich justiert, konnte ich jetzt natürlich noch nicht testen, weil ich halt nicht in der Nacht fahre. Ich glaube, die wenigsten von uns fahren in der Nacht. Aber wenn ich wieder pendle und es wird früh dunkel, dann werde ich das bestimmt sehen. Genau. Was gleich auffällt, sind natürlich diese Frässpiegel, die ihren Job gut machen. Finde aber nicht, dass sie so ein bisschen, dass sie passen. Also irgendwie passen sie nicht zur Maschine. Diese BMW hat halt für seine Retro-Maschinen und jetzt auch für die GS den Zubehörmarkt für sich entdeckt und da will man natürlich auch ein bisschen was von haben. Und da werden jetzt halt so Frästeile und Goodies für die Individualisierung angeboten, was ich auch verstehen kann. Also ich bräuchte die nicht, die sehen zwar schick aus, aber irgendwie passen sie nicht so ganz. Man muss auch nicht überall BMW-Motorrad dran schreiben. Ich bin da eher für dezentes Understatement. Genau, das ist ja die Triple Black von 2021 und die, wie gesagt, das hört dann, wenn man die Triple Drag Option nimmt, kriegt man halt die Frässpiegel dazu. Man bekommt halt diese Lackierung, die ich sehr dezent finde und sehr zeitlos. Was gehört noch dazu? Verchromter Krümmer, der jetzt schon nicht mehr so chromig aussieht nach dem Fahren. Dann dieses Schutzblech hier unten ist mit dabei. Die Handguards sind mit dabei, die ich immer noch Plastik-Billo finde. Also die sind das die gleichen wie von der 57er. Schön finde ich die einstellbaren Hebel. Die sind hier ein bisschen anders als bei der 57er. Die habe ich mir auch gleich hier eingestellt auf die beste Position. Also das ist sehr angenehm. Funktioniert gut. Mit dabei ist auch das Touring-Paket mit den Kofferhaltern. Hätte ich mir vielleicht auch in Schwarz gewünscht, dass es hierzu passt. Aber das ist ein nice to have. Das stört jetzt nicht so. Keyless Ride ist mit dabei. Die Bordsteckdose ist jetzt hier. Die war bei der 57er oben. Und da ist jetzt hier der USB-Port. Und da wollte ich gleich mal gucken. Ach so, das ist nur ein USB-Port, genau. Das ist nur einer, nicht zwei. Ist auch okay. Also mit dem Wireless-Charger und vielleicht hier noch ein USB-Port für andere Sachen, die man aufladen will während der Fahrt. Ist man da gut versorgt, denke ich mal. Wobei die Leute mit ihren sechs Kameras am Bike wahrscheinlich anderer Meinung sind. Ja, SOS ist mit dabei. Ich sag mal, Sicherheit kann man gar nicht genug haben. Und was der BMW-Verkäufer mir auch sagt, das ist ja auch nicht nur für einen selbst, sondern wenn man Zeuge eines Unfalls wird und hat keinen Empfang, dann kann man mit dem Ding halt auch sofort eine Aktion starten, was mir einleuchtet, was ich auch gut finde. Genau. Ihr seht, penibel wie ich bin, habe ich die Folie noch drauf gelassen, weil ich krieg bald die Original BMW Schutzpanzerfolie, was auch immer das sein mag. Und dann kommt die da drauf. Keine Ahnung, ob ich die gut montieren kann, aber bis dahin lasse ich es erstmal drauf und dann sieht es halt aus, wie es aussieht. Genau. Das Windschild finde ich mittlerweile ganz geil eigentlich. Bin jetzt gerade ein Stück Autobahn und Landstraße gefahren und es macht schon einen Unterschied, also einen erheblichen Unterschied. Ich habe zwar immer noch die Verwirbelung am Helm und das Ding flattert auch bei niedrigen Drehzahlen, was wenig Premium ist. Weiß nicht, ob andere Windschilder da besser sind. Aber das fällt einem halt so dann auf. Ich glaube, da gibt es bestimmt andere Hersteller, die das irgendwie besser im Griff haben. Also bei einer Multistrada in dem Test von 1000 PS ist mir das nicht aufgefallen. Was ich ganz angenehm finde, ist hier in der Klasse finde ich das auch Pflicht, dass man hier gute, dezente
Behälter hat und nicht irgendwelche durchsichtigen Urinproben. Das finde ich ist ein Muss für so eine Preisklasse. Ja, genau. Boxer und Kardan ist natürlich die Hauptmerkmale. Hinten Brembo, vorne diese Hyatt-Bremsen, wie mir die Profis mitgeteilt haben. Warum das jetzt so unterschiedlich sein muss, weiß ich nicht. Integriertes Brems- und Blinklicht finde ich sehr nice. Wobei andere wieder argumentieren, naja, die sind nicht so gut zu sehen. Können wir mal gucken, sieht man das eigentlich? Naja, das sieht man schon, finde ich. Da geht schon die Post ab. Und blinken. Ja, das sieht man schon. Also da verstehe ich die Kritik nicht. Also ich finde es ganz elegant gelöst, dass man das in einer Leuchte halt alles hat. Genau. Was ist noch zu sagen? Fernlicht. Nett, wie sich das Ding bewegt. Genau, vorne Tagfahrlicht. Hier fahren viele Runden und das ist eigentlich eine kleine ruhige Ecke hier, wo keiner ist, wo man halt immer auch mal ein bisschen fahren kann, ohne gestört zu werden und was probieren kann. Genau. Spritzschutz hier unten von der GS finde ich elegant gelöst. Dadurch ist das Heck relativ kurz bei so einem Koffer. Klar, das ist jetzt hier nicht feinste tschechische Metallkunst. Das rumpst schon ganz schön und der ist auch ganz schön bassig. Also lauter dürfte auch gar nicht sein, glaube ich. Das würde mich dann doch schon so ein bisschen stören. Ja, Dynamic ESA, das Dynamic-Paket ist halt mit bei. Die Beladung regelt er automatisch. Je nachdem, was man dranhängt. Man kann das auch manuell dann einstellen in dem Display. Hauptständer wollte ich mit dabei haben. Ich glaube, Hauptständer ist auch Pflicht, wenn man so ein Bike hat. Weniger schön finde ich die Urinprobe hier. Aber das ist halt, das ist so. Ja, warum der gesamte Rahmen nicht schwarz ist, weiß ich auch nicht. Das muss halt alles irgendwie so, das ist deren Designsystem. Ja, Plastikwelten. Aber irgendwo muss ja auch ein bisschen Gewicht gespart werden. Die Dinger gibt es auch noch in schwarz, aber sind teuer. Mal gucken, ob die eine Option sind, um so ein bisschen zu individualisieren. Genau, vielleicht für Zuschauer, die es nicht kennen, das Ding mal runter machen. Jetzt war ein bisschen Regen auf der Landstraße, da hat das Windschild echt geholfen, das muss ich sagen. Das ging gut ab. So sind wir in die Blinken. Ja, Tempomat ist mit dabei. Denke ich mal für Automan ganz praktisch. Das habe ich ja bei der 57er auch benutzt und es war wirklich ganz angenehm auf Landstraße oder Autobahn, wenn man da ewig fährt. Das entlastet die Hand schon ganz schön. Genau, das Ding hier ist jetzt anders. Das war vorher ein Griff mit dem Heizsymbol, aber jetzt hat die Maschine ja auch Sitzheizung. Und man kann jetzt halt, kann das nicht mehr direkt hier einstellen, muss ins Menü gehen. Dann sieht man hier gleich Griffheizung und dann kann man halt hier reingehen und vorher konnte man in 3 Stufen wählen und jetzt kann man in 5 Stufen wählen.
Naja, mal schauen, wie das im Winter ist, wenn ich fahre. Sitzheizung desgleichen, 5 Stufen. Der BMW-Mann sagte, Stufe 2 merkt man kaum durch Motorradhosen, aber ab Stufe 3 wird es dann schon interessant. Auch nicht schlecht. Genau, was ist noch so Interessantes zu erwähnen? Ich kann das ja mal kurz angehen. Man hat jetzt die Fahrmodi, die man ja hier normalerweise oben hat. Ich hoffe, das kann man sehen. Rain, Road, Dynamic, Enduro. Heute hat es geregnet, dann bin ich ein bisschen mit Rain gefahren. Und wenn man jetzt hier in die Fahrzeugeinstellungen geht. Ach so, nee, hier ist alles nur Statistik. Genau, ach so. Luftdruckkontrollsystem hat er auch. Finde ich auch nett. Hat mir auch bei der 57er viel Arbeit erspart. Genau. Bordcomputer, so sieht es aus. Reichweite, Verbrauch ist natürlich relativ hoch für so ein Schiff. Fast 6 Liter. Da war meine 57er ein bisschen besser. Reisebordcomputer, Reifenfülldruck. Genau, restliche Strecke, na, ist ja kaum gefahren. Also die Tausender werde ich in diesem Jahr noch locker schaffen. Service fällig. Einstellungen. Genau. Reifende Kontrolle, Licht. HSC, Fahrmodus, Vorauswahl. Und hier sind wir bei den Fahrmodi. Die muss man jetzt vorher auswählen. Und man kann halt nur bis zu 4. Man muss sich halt entscheiden, was man nicht will. Und jetzt ist neu hier der Der Eco-Modus. Der Modus, auf den alle Motorradfahrer gewartet haben, weil sie ja total sparsam sind. Also den Enduro kann ich ja mal testweise rausnehmen und pack mal den Eco rein. Und wenn ich jetzt wieder rausgehe und dann die Mode-Taste drücke, dann sieht man Eco. Und dann hat man so einen grünen Balken oben. Und das Ding soll dafür sorgen, dass man möglichst sparsam fährt. Für mich eine Sache, die komplett überflüssig ist. Wenn man sich so ein Schiff kauft, dann ist das das Letzte, woran man denkt. Aber ist nun mal dabei, die Kundschaft will es offensichtlich so. Apropos Kundschaft. Da sind jetzt nämlich auch momentan andere Reifen serienmäßig drauf, weil der BMW-Mann sagte mir, die Kundschaft möchte gerne ein bisschen mehr grobprofilige Reifen, weil es so ein bisschen mehr nach Abenteuer aussieht. Mit denen kann man natürlich auch Straße fahren, aber das soll halt mehr nach einem Adventure-Bike aussehen. Wobei ich und der BMW-Mann wagen zu behaupten, dass 90% der Leute, die sich so eine Maschine kaufen, die Offroad nie sehen werden. Die werden sich dann halt mal einen Schotterweg gönnen, aber ansonsten heißt es Landstraße und Autobahn. Genau, hier sind die Michelin whatever drauf. Wie heißen die? Kann ich nicht sehen. Michelin. Ah, hier sind sie. Michelin Anarchy Adventure 2CT, das sind die Michelin Adventure 2CT. Die pfeifen übrigens nicht. Bei der 57er wenn man Tempo 70 erreicht hat, haben die angefangen zu heulen, die Reifen. Was ein bisschen nervig ist für so eine Maschine. Und dann fährt man die ab und dann kann man die austauschen. Aber sowas sollte eigentlich nicht sein. Also die hier heulen nicht, fahren sich gut. Ich bin mir sicher, mit anderen Reifen, es gibt da bestimmt in der höheren Preisregion noch Besseres, aber ich bin so zufrieden mit dem, wie sie sind. Wenn man die Sitzheizung hat, hier ist die Sitzheizungregelung für den Sozius,
Der Sozius kann die selber einstellen. Low, High und Off. Ich brauche den nicht, weil ich ohne Sozius fahre. Aber was man beachten muss bei der Maschine hier ist, wenn man den vorderen Sitz abnehmen will, muss man nach vorne entsperren. Und wenn man den hinteren abnehmen will, muss man nach hinten entsperren. Und wenn man entsperrt und den abnimmt, muss man vorsichtig sein, weil da ist nämlich ein Kabel dran. Und das darf man nicht zu hoch abreißen. Das ist nämlich empfindlich. Wenig elegant, aber es ist halt keine Induktionsladung. Das würde auch nicht gehen. Und hier passt auch nichts drunter. Also unter beiden Sitzen könnt ihr nichts drunter machen. Hier ist das spärliche Borg-Werkzeug drunter. Ansonsten ist hier, also wer hier plant, Warnweste und Verbandsbox, das passt hier alles nicht drunter. Also komplett kein Stauraum. Was man aber machen kann, ist, man kann den Sozius jetzt nach hinten verlagern oder nach vorne verlagern. Dazu hat man hier so zwei Löcher. Ich habe die nach vorne, weil dadurch hat man hier quasi so eine kleine Rücklehne, was im Schubbetrieb, also wenn man einfach so fährt, im Motorrad drin sitzt, sehr angenehm ist am Rücken. Aber man kann den einstellen. Das ist ja der Standardsitz. Jetzt ist er auf der Lowest Position. Man kann den aber so einstellen, dass er entweder höher ist oder nach vorn gerichtet oder nach hinten gerichtet. Das finde ich ganz clever gelöst. Das kann man intern mit so einem Drehsystem einstellen. Also das ist schon relativ variabel und ich finde den Sitz auch bisher deutlich besser als den von der 750er. Aber bewähren muss er sich ja eigentlich erst auf Langstreckenfahrten. Sieht auch relativ wertig aus. Und ganz ehrlich, in der Preisklasse will ich das auch genau so haben. Nettes Detail hier für die Leute mit der Adlergürtelschnalle. Hier habe ich schon ein bisschen gefuscht. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich definitiv die Crashbars für den Boxer, weil wenn das Ding mal umkippt, dann wird es teuer. Und das ist nicht schön. Auch wenn man selber nie umkippt, das kann ja, man ist ja nicht allein auf den Straßen. Reicht ja nur so ein kurzer Schubs und dann fliegt man, wenn irgendeiner nicht aufpasst. Gibt ja immer irgendwelche Eulen, die nicht gucken können. Und schon deshalb sollte man so ein bisschen Vorsorge treffen. Also das ist das, was noch kommen wird, die Crashbars hier unten. Für den Motor weiß ich nicht, ob das, also für den Tank weiß ich nicht, ob das notwendig ist, weil wenn hier jetzt noch so ein Crashbar ist und das Ding umkippt, dann liegt es eigentlich hier. Will eigentlich so wenig Geraffel wie möglich daran haben, weil das Ding ist einfach auch schon schwer. Man ist auch immer wieder überrascht, wie leicht das Ding sich handeln lässt. Also die kippt wirklich fast von selbst in die Kurven. Und das macht schon echt Laune. Ja, alles in allem, denke ich mal, so ziemlich die Maschine, die man bis zum Ende seines Lebens fahren kann. Was will man mehr?